nehme den Link schon mal hier. Habe ich selbst gemacht. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Ich habe gedacht, safe hat er das irgendwo anfertigen lassen oder irgendwo gekauft oder weiß ich nicht. Finde ich krass, finde ich krass. Okay, finde ich cool. Aus was ist das, Bruder? Also aus was für Material so? Ich würde jetzt sagen Kunststoff natürlich, aber es kann jetzt natürlich auch völlig fail sein. Sage ich immer wieder, wenn wir reagieren, sein Intro Bombe. Mag ich. Ist einfach chillig, Hi Leute. Leute, heute ist der große Tag. Heute werde ich die Room. Also Leute, erstmal an alle Leute, die neu sind, das ist unser lieber Zani. Auf jeden Fall, dass ihr es auch mal wisst. Support da lassen. Ich teile danach auch Holz. Okay, ich teile danach auch den Stream auf jeden Fall. Wie meinst du hier, Easy Freezyland, welches Video denn? Meinst du bei den Stream-Highlights-Kanal, welches Video da online kommt? Das ist Überraschung. Das ist immer Überraschung sozusagen. Manchmal sind es Kurzclips, manchmal sind es längere Sachen. Schaut's auf jeden Fall vorbei. Tour machen. Ich werde euch heute mein Studio zeigen, wie es jetzt aussieht. Es ist zwar noch nicht wirklich hundertprozentig fertig, es fehlen noch ein paar einzelne Sachen, wie zum Beispiel hier diese LEDs, die ich noch gerne verbauen Sind aber gut, was du da in der Hand hast. würde. Also Ich ist so. weiß aber noch nicht, wohin genau, aber egal, da werde ich bestimmt noch eine Lösung finden, wie ich die irgendwo noch verbauen werde. Auf jeden Fall, das Studio ist zu 90% fertig. Und ich werde euch heute mal mein Studio zeigen. Geht eine Minute noch was. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn ihr meine Erledigt. ganzen Sachen auch weiterhin verfolgen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Ja, demnächst werden wieder meine Livestreams losgehen, wo ich euch Banner, Logo und was auch. Dazu auch gleich, Leute. Wenn Zani wieder Livestreams machen wird, werde ich ihn auf jeden Fall mal bei uns drin teilen, weil ich weiß, viele Leute fragen sich, wie Banner gehen, viele fragen sich, wie Tums gehen. Der Zani kann euch das zeigen. Der Zani bannert in die Streams sozusagen oder macht sozusagen Designs, Leute. Da könnt ihr, wie gesagt, zugucken und auch einiges lernen. Wie gesagt, er ist auch, wie gesagt, ihr seht es hier im Stream, er ist ein sehr, sehr netter Typ und wie gesagt, in seinen Livestreams auch einfach unglaublich. Und wie gesagt, man lernt auch noch dazu was. Das darf man nicht vergessen. Denk an die Musik, alles gut, alles gut. Wir schalten das, wir haben sowieso keine Werbung auf unser Stream geschaltet, deswegen alles tutti. Auch immer herstelle, wo ihr live dabei sein könnt, und ja, dann freue ich mich schon drauf, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, Safe. abonniert den Kanal, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts, wenn ich live gehe. Denn ihr müsst in den Livestream einer der ersten sein, die sagen: Ja, ich möchte gerne einen Banner haben oder ein Logo, was auch immer. Sozusagen in seine Livestreams schreibt es ihr rein. Der erste ist natürlich der erste, logischerweise. Da schreibt ihr natürlich rein. Ihr wollt auch einen Banner oder irgendwas, sagt ihr dann, so wollt ihr das Banner, so wollt ihr das Banner und er macht mit euch zusammen dann einen Livestream. Zum Beispiel, einmal ging was an meinem PC nicht, da hat es das Update oder ich weiß nicht mehr, was war, oder Internet oder keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging irgendwas nicht und wir konnten nicht live sein. Dann hat der Zani extra einen Livestream für mich gemacht und hat die ganze Jazzer Z Army auch eingeladen, weil ich da dann auch im Chat war und er hat dann was für mich sozusagen gemacht, was auch einfach unglaublich ist, Leute. Ist so. Real Talk. Weiter. Der Einheimische, mein Bruder, ein dickes, dickes Peace an dich. Liebe geht raus. Dürft's gerne mal alle reinschreiben, euer Alter. Natürlich, Leute. Wie gesagt. Schreib einfach bei ihnen in den Chat dann rein und schau natürlich, aktivier einfach die Glocke, dass du einer der Ersten einfach bist. Hilft ihnen auch sehr, sehr weiter. Einfach live dabei sein und dann wird es. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich freue mich. Tschüss. Okay, jetzt bin ich gespannt. Muss ich einfach so sagen. Ist so, Leute. Der Sound gefällt mir, muss ich sagen. Ist halt echt so, Leute. Weiß ich ja, war nur Spaß, voll, weiß ich doch, Brudi. Okay, erster Eindruck. Also, er ist ja noch nicht ganz drin. Aber warte, ich mach mal ein bisschen weiter. Erster Eindruck schon mal so. Wow. Das muss ich erst mal sagen. Weil erst recht, jetzt, wenn ich da unten wäre, ihr seht es hier, könnte ich gebrauchen, so oft wie ich Wasser bei mir ausschütte.
einfach Real Talk, Leute. Nein, so sehr, sehr stabil. Hier hinten sein Logo, hier seine Leinwand. Oh mein Gott, solche Lichter. Also ist auch krass professionell. Also das muss man mal wirklich sagen, wenn man das Ganze hier so anguckt von ersten Eindruck. Sehr professionell. Ist einfach so, Leute. Was war das? Warte. Das Bild sieht witzig aus. Hier seht ihr es auch gleich, Leute. Hier Streamlicht, sowas bräuchte ich vielleicht auch noch, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Dann wird es von vorne ins Gesicht scheinen und einfach auch ein bisschen länger sein. Hier hinten seht ihr auch noch Zani. Hier weiß ich jetzt gerade nicht, aber sieht auf jeden Fall witzig aus. Das muss ich auf jeden Fall sagen, Leute. Okay, hier auch gut LEDs auf jeden Fall angebracht, dass es auch ein bisschen in Farbe hinher scheint. Ist auch für einen selber wichtig, muss man sagen. Auch wenn es der Stream manchmal nicht ganz sieht, für einen selber ist es einfach auch schön, wenn man dann ein bisschen Chili-Milli machen kann. Und diese Farben entspannen natürlich auch ein bisschen. Er sieht echt den Gullideckel. Ja, ich muss echt sagen, auch die Fliesen, mir sind sofort die Fliesen aufgefallen. Weil ich schütte so oft was aus in mein Zimmer, dass das wirklich gut bei mir wäre. Das bin ich. Okay, okay, okay. Geil. Hier auch professionelle Kamera, Leute. Safe ist es eine professionelle Kamera, da bin ich mir fast sicher eigentlich. Natürlich sehe ich jetzt nicht, welche Marke oder das so ist, aber beim Zani bin ich mir da fast sicher. Dann hier fette Leinwand mit dem Lego-Kopf, einfach auch geil. Passt einfach auch zu der ganzen Optik, Leute, zum Streamen oder irgendwas, zu den Games. Dann noch ein Lego-Kopf. Hier hat er seine Leinwand, was ich auch sehr, sehr geil finde. Also sowas könnte ich mir auch vorstellen. Ich hätte nur Angst, dass mein Zimmer ein bisschen zu klein dafür ist. Weil wenn ich mir vorstelle, hier eine fette Leinwand, wow. Also Zani, das hast du schon gut gemacht. Auch mit dem Tisch davor, weil ich muss mal... Ihr seht es ja selber gar nicht. Also ihr seht es ja gar nicht, wie viel hier auf meinem Tisch drauf liegt. Aber hier ist mein Ladekabel, hier sind Fernbedienungen, hier ist 1, 2, 3 Gläser, hier ist eine Flasche, hier sind Blätter, hier ist alles Mögliche auf meinem Schreibtisch. Und wenn man hier neben noch so eine Zeile hätte, also sagen wir hier in der Wand entlang, dann könnte man da alles auflegen. Das hat der Zani sehr, sehr gut geregelt. Also das muss man mal wirklich sagen. Sebastian, ein dickes, dickes Peace an dich. I was Matrix. Muss ich sagen, hat er sehr, sehr gut gemacht und gefällt mir. Hier wahrscheinlich noch sein Kamerastativ. Canon, okay, Canon ist eigentlich auch eine gute Marke, muss ich sagen. Also hatte ich jetzt auf jeden Fall so im Kopf. Machen wir mal weiter. Dann hier allein, Leute, wenn ihr streamt, ich weiß jetzt gerade nicht, ob man im Stream dann den PC sehen wird. Wenn man ihn sehen wird, ist es auf jeden Fall auch stabil. Hier diese Lichter auf jeden Fall. Wird geil ausschauen. Das ist so wie die hier vorne, wird dieses reinblitzen auf jeden Fall. Ja, Jesser, dann hast du noch mehr Ablagefläche. Wahrscheinlich würde ich das dann auch noch zubauen. Aber man sieht es auch bei ihm. Wie gesagt, hier ist sein Ding, hier ist seine Maus, hier ist seine Tastatur und davor ist alles frei. Das heißt, du kannst da die Hände gut ablegen, kannst alles machen, kannst da dein Trinken haben, ohne dass du gleich irgendwas umschmeißt oder zum Beispiel das Glas dann so hin. Okay, vielleicht verpeilt man dann noch manchmal öfter das Trinken, das kann schon möglich sein. Aber nee, ich finde das sehr, sehr gut. Dann das Mikrofon gefällt mir auch. Mein Gott, das ganze Setup gefällt mir, das muss ich gleich dazu sagen. Ist das hier hinten ein Kopf, wo das Headset draufkommt? Ja, oder? Was steht heute an? Erzähle ich dir auf jeden Fall gleich, Sebastian. Aber wie gesagt, jetzt erstmal noch die Reaktion und dann gucken wir auf jeden Fall weiter. Geil. Hat er gut gemacht, Leute. Nur interessiert ist ein Kopf, oder? Passt. Ja, weil ich muss sagen, ich lege meins immer hier oben drauf und wie oft mein Headset schon runtergeflogen ist. Jetzt mal ehrlich, Leute, wenn ihr irgendwo so einen Kopf seht und ihr denkt euch, holt euch den. Pam, pam, aufsetzen und schon habt ihr keine Probleme, dass es irgendwo runterfällt und es ist gut verstaut, Leute. Ihr macht es dann nicht kaputt und ja, ist halt einfach so. Ist so, Leute. Genauso wie ein Controller lege ich zum Beispiel mittlerweile immer hier oben drauf, Leute. Hast du gesehen, das muss ich sagen, ist bei ihm gut gemacht. Props. Bis jetzt, wenn 10 ganz hoch ist, 10 Punkte, 1 Punkt, 1 wenig, 10 hoch logischerweise, 8 bis 9
Ich sage euch auch den Grund, warum 8 bis 9 und warum keine 10. Die 10 würde es noch geben, wenn noch ein paar mehr Lichter wären. Wenn es noch ein bisschen mehr funkeln würde, weil man, wie gesagt, noch einiges machen kann. Aber dieses Gaming-Setup und dieser Schreibtisch ist auf jeden Fall hochwertiger als alles, was ich hier so aufgebaut habe. Oder sieht auf jeden Fall hochwertiger aus. Sieht viel, viel schöner aus einfach, Leute. Bei mir sieht es halt einfach durcheinander aus. What a world. Entschuldigung, Leute, wir müssen hier Video reagieren. Der Sound ist so geil. Schick mir das Lied mal privat, Zani. Das gefällt mir echt gut. Drei Bildschirme, Leute. Zwei ist ein Muss. Drei ist optimal, muss ich sagen. Natürlich kann man auch noch mehr machen. Ihr wisst, ich will mir auch irgendwann noch einen dritten. Da muss ich sagen, hat er auf jeden Fall gut vorgesorgt. Ist einfach so. Hier ist glaube ich, das Mischpult hier unten, Leute. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Krass, krass. Da sieht man, dass der Zani auch schon lange dabei ist und sich auch sehr, sehr, sehr dafür interessiert. Ist einfach so, Leute. Die Maus ist halt auch voll meine Farbe, gell? Darf ich fragen, von welcher Marke das Mikrofon ist? Würde mich auch interessieren, weil meins ist von Auna, aber es gibt auf jeden Fall noch bessere Marken. Da bin ich mir wirklich ziemlich sicher. In Schwarz, das ist dann auch meine VR-Brille drauf. Voll, das ist perfekt. Da ist einfach alles aufgeräumt bei so einem Kopf. Wenn man eine VR-Brille hat drauf, Headset drauf, alles drauf. In einem Jahr kommt auch ein Video, wo ich mein Gaming-Zimmer baue. Okay, da bin ich auch gespannt. Das bekommt sie bei mir auch in der neuen Wohnung. Da werde ich mir ein Gaming-Zimmer einrichten. Und ihr kriegt es auf jeden Fall im Video, Leute. Da könnt ihr... Rode? Ist Rode nicht eine der besten Marken? Ich glaube schon, oder? Ist so. Also, wenn es mich nicht ganz täuscht. Das hier, guck mal. Guckt mal, Leute. Allein das hier. Wie professionell das reingebaut ist, Leute. Das ist wirklich fest. Das ist wirklich fest. Das ist nicht hinten an den Tisch dran geklammert oder irgendwas, sondern ist wirklich festgemacht. Hier seht ihr jetzt noch seine Kamera. Okay, jetzt sieht man es von vorne kennen auf jeden Fall oder kann es erkennen. Geil. Ihr seht es, Leute, passt schön drauf auf jeden Fall. Alien! Und was mir auch auffällt, wir haben noch keinen Kabelsalat gesehen. Top, eins mit Sternchen dafür. Das muss ich wirklich sagen. Es gibt fast nichts Schlimmeres wie Kabelsalat. Ihr wisst, wie oft ich an meine Kabel festhängen bleibe. Da muss ich sagen, das hat er gut gemacht. Wahrscheinlich alles dahinter, aber man sieht sie einfach nicht. Sieht wirklich sehr, sehr clean und wirklich sehr, sehr sauber aus. Ist einfach so, Leute. Zu sexy, gell? Auch diese Teile hier. Also das, was das Licht reflektiert. Also die stelle ich mir auch geil vor. Weil ihr wisst, wie viele Lichter ich immer anhabe. Und wenn es ein bisschen reflektiert wird, ich stelle mir das schon. Also ich bin gespannt, Zani, auf deinen ersten Livestream. Da werde ich auf jeden Fall reinschauen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das dann auch alles aussieht. Ist einfach so. Da bin ich wirklich gehypt drauf. Oh mein Gott, Leute, das, was ich gerade reingepostet habe, ist der Link zu Zahn. Alle mal vorbeischauen und vielleicht ein Like und vielleicht auch ein Kommentar da lassen. Das wäre natürlich sehr nice von euch, Leute.